So, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar, ich habe den Spoiler from Ghost from the Past. Doch was ist das eigentlich für ein Set? Ghost from the Past ist ein Set, wo es sowohl Reprints gibt, als auch neue Karte. Und, wie der Name des Sets schon vermuten lässt, gibt es hier wieder Ghost Rares. Um genau zu sein, 5 Stück an der Zahl. 4 Stück sind davon bereits bekannt. Und zwar unter anderem das BLS Link, der bläuige alternative weiße Drache, der dunkle Magier und der Firewall Dragon mit Errata. Und ja, die letzte fehlt noch und keiner weiß, welche Karte es ist. Doch was macht dieses Set eigentlich so besonders? Um genau zu sein, die Ghost Rares. Ja, und vielleicht noch die Reprints, aber darüber ist noch nichts bekannt. Jedoch reichten schon diese Informationen, um dieses Produkt durch die Decke gehen zu lassen, denn ein Produkt kostet eigentlich 10 Euro, jetzt inzwischen 20 Euro. Das heißt, falls ihr ein Display kaufen wollt von eben diesem Set, müsst ihr statt 50 Euro dafür inzwischen 100 Euro zahlen. Und ja, es sind bisher nur 4 Ghost Rares bekannt und ein paar neue Karten, aber die jucken niemanden, denn die sind nicht meta-relevant. Und dieses Thema scheint in der Community auch ziemlich beliebt zu sein, zumindest gibt es dazu einige Videos, paar Videos mehr, viele Videos. Und heute habe ich die Ehre, dass ich eben den gesamten Spoiler vorstellen kann. Aber zunächst einmal, was ist die letzte Ghost Rare? Die letzte Ghost Rare ist Foolish. Ja, Foolish ist die letzte Ghost Rare. Man sieht es hier ganz klar auf den Spoiler. Obwohl das Konami-Logo das alte ist. Ein Schelm, der denkt, dass dies ein Fake ist. Nee, ich glaube, das war der falsche Spoiler. Ich wollte euch den richtigen zeigen, und zwar den hier. Ich finde es einfach toll, dass Konami hier ein bisschen mehr Wert auf das Gold-Format gelegt hat und eben Sündenbock ein bisschen öfters reprintet hat. Ich finde, der Reprint war schon längst notwendig. Nee, warte mal. Das ist auch der falsche Spoiler. Nee, genau. Das hier ist der richtige Spoiler. Ja, Glurak bekommt einen Reprint, was ziemlich geil ist, denn Glurak ging ja bisher 64.000 Euro, jetzt nur noch um die 1.000 Euro mit diesem Reprint. Die Sammler sagen, die Spieler sagen, super Job. Warte mal, Glurak ist doch ein Pokémon. Nee, das hier ist der richtige Spoiler. Und zwar, Dora bekommt den Ghost Rare Slot. Dora? Nee, warte. Warte. Weg hier. Also Leute, ich habe jetzt hier den richtigen Spoiler und zwar diesen hier. Ja, ihr seht, der richtige Spoiler, ziemlich cool. Warte mal, hier kriege ich mal keine Booster, sondern Pluster. Ja, auch mal was Neues. Naja, dennoch sieht dieser Spoiler ja sehr realistisch aus und vielleicht ist er es auch. Kleiner Spoiler, nein, ist er nicht. Denn, warum nicht? Es gibt einfach noch keine weiteren Informationen zu diesem Set, zumindest keine offiziellen. Das bedeutet, jeder Spoiler, der aktuell rauskommt, ist halt einfach ein Fake-Spoiler. Dennoch machen zu diesem Spoiler sehr viele Leute Videos und verwirren so die Leute. Ich meine, klar, es ist Free-Content, aber dennoch sind es eben alles Fake-Spoiler. Ich meine, ich verstehe es ja. Es ist einfach Free-Content und anscheinend interessiert hier die Leute, was eben die letzten Karten sind. Jedoch ist halt über solche Fake-Spoiler zu reden genauso effektiv wie über die zukünftige Verbotsliste. Jetzt aber mal ein kleiner Real-Talk und den Spaß beiseite. Natürlich kann man durch Spekulation auf die richtigen Karten kommen. Und ja, vielleicht ist einer der Karten in diesen Fake-Spoilern eine Karte, die dann letzten Endes eben auch in dem Set drin ist. Hat er es deshalb gewusst? Nein, er hat einfach wild geraten. Zum Beispiel kann ich auch sagen, dass Ash Blossom in einem zukünftigen OTS-Pack eine Ultimate Rare ist. Habe ich damit recht? Höchstwahrscheinlich, weil alle Handtraps nach und nach eben in Ultimate Rare rauskommen. Weiß ich es deshalb? Nein. Das liegt einfach daran, dass man eben gucken kann, welche Thematik behandelt dieses Set, zum Beispiel eben ältere Deckthemen. Und so kann man gucken, was vielleicht ein Reprint bekommt, beziehungsweise welche Karten hier drin sind. Dennoch kann es eben keiner wissen, außer eben irgendwelche Insider bei Konami. Aber ich wette mit euch jetzt schon hier, falls das jemand wirklich tun würde, würde er nach einer Woche gefeuert werden. Ich finde es einfach schade, dass solche Fake-Spoiler einfach immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Irgendein Troll oder irgendwelche Leute, die gerne mal Aufmerksamkeit haben wollen, haben eben diese Fake-Spoiler erstellt und dann eben veröffentlicht. Wartet doch lieber, bis es die offiziellen Spoiler gibt und dann kann man darüber reden und weiß sicher, dass eben auch diese Karten dort drin sind. Eine sichere Quelle dabei ist zum Beispiel Silver Cards.
verlinke ich euch mal. Oder natürlich auch die offiziellen Seiten von Konami selber. Auch Card Cluster ist eine gute Anlaufstelle, denn dort gibt es ebenfalls nur die offiziellen Listen. Das bedeutet, wenn ihr dort bei einem Set guckt, welche Karten sind dort drin, sind hier eben einfach nur die offiziell bestätigten Karten. Es sei denn, es ist noch gar nichts darüber bekannt, dann wird einfach die OCG-Liste dort reinkopiert. Das sind natürlich dann keine offiziellen Bestätigungen, aber das steht dann auch oben bei der Beschreibung. Also ihr seht, es gibt offizielle Quellen, wo man eben nachgucken kann, ob es stimmt oder nicht. Und eine Quelle wie zum Beispiel Reddit oder irgendeine Facebook-Gruppe ist eben keine vernünftige Quelle und vor allen Dingen kein offizieller Spoiler. Also lasst euch einfach nicht verwirren und wartet eben, bis die offiziellen Infos dazu verfügbar sind. Und ja, Leute, das war wieder ein Video, was zum Ende hin etwas ernster wurde, aber ich wollte das einfach mal loswerden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.